Berlin Open werden immer beliebter. Bei seiner fünften Auflage verzeichnet das internationale Fechtturnier mit rund 200 Startern einen neuen Teilnehmerrekord. Sportler aus 10 Nationen messen sich im Sportforum 2 Tage lang in den 3 Waffengattungen Florett, Degen und Säbel. Auch das ein neuer Rekord. Der Trend in der Traditionssportart Fechten weist in Berlin also eindeutig nach oben. Das scheint auch Staatssekretär Christian Gäbler aufgefallen zu sein. Er nutzte die Gelegenheit, sich von Degenass Toni Kneist und BFB-Pressesprecher Dirk Röder eine kurze Einführung in den Fechtsport geben zu lassen. Für Gäbler ist Fechten auf jeden Fall eine Option für die Zukunft. Der Fechtsport ist ja im Kommen, ist übrigens ja auch eine tolle vielseitige Sportart. Deswegen entscheiden sich ja, um sich immer mehr Kinder und Jugendliche das auch auszuüben. Und das werden wir natürlich begleiten und auch schauen, wie wir das fördern und unterstützen können als Sportmetropole und als Sportverwaltung. Sportlich stehen am ersten Wettkampftag insgesamt 7 Entscheidungen an. Besonders hochkarätig besetzt ist vor allem der Einzelwettbewerb im Herrendegen. Hier bekommt es Vorjahressieger Rudolf Haller aus Leipzig bereits im Achtelfinale mit dem ehemaligen italienischen Nationalmannschaftsfechter Roberto Bertinetti zu tun. Und muss sich knapp geschlagen geben. Auch beim Damenflorett wird Fechtsport auf allerhöchstem Niveau geboten. Hier fechten die Berlinerinnen vom Bundesstützpunkt Nachwuchs mit der starken Konkurrenz aus Leipzig, Dresden, Mörs und Helsinki die vorderen Plätze aus. Im Finale gibt es dann aber ein Berliner Duell zwischen der deutschen Juniorenmeisterin von 2016 Kim Kirschen und ihrer langjährigen Trainingspartnerin Jessica Kinzel, die sich überraschend deutlich durchsetzt und sich damit den Titel sichert. Bei den Degenherren auf der Center Planche steigt derweil ein rein italienisches Finale und ein wahrer Krimi. Beim Stand von 13:13 trifft Andrea Capriani gegen Landsmann Roberto Bertinetti zum 13:14 und bekommt damit zweimal die Gelegenheit, den entscheidenden 15. Treffer zum Turniergewinn zu setzen. Doch Bertinetti beweist Nervenstärke. Im dritten Anlauf sichert sich der 31-Jährige die begehrte Bärentrophäe. Seit 3 Jahren habe ich versucht, hier zu gewinnen, aber die Konkurrenz ist wirklich stark und ich bin überglücklich, jetzt endlich den Bären gewonnen zu haben. In den Teamwettbewerben gehen die Siege an die Mannschaften vom TSV Wittenau im Damendegen und an die Equipe vom SC Berlin im Herrenflorett. Im Herrensäbel geht der Titel an den Leipziger Bernd Brock, der die teils deutlich jüngere Konkurrenz ganz schön alt aussehen lässt. Am Sonntag stehen weitere Entscheidungen an, natürlich auch wieder zu sehen bei Hauptstadtsport TV.